Herzlich willkommen YouTube, einen wunderschönen. Wir sind jetzt hier wieder in EA Sports UFC 2 angekommen, in der Karriere mit CM Punk. Wir haben es geschafft, wir sind Ultimate Fighter der neuen Staffel, ja. Und haben unser Finale eindrucksvoll mit einem K.O. gewonnen. Jetzt steht unser erster richtiger Fight quasi an in der Undercard von UFC, unser zweiter offizieller MMA-Fight. Ihr seht, das Rating von CM Punk ist von 69 auf 70 angestiegen durch das Training, was ich jetzt in der Zwischenzeit gemacht habe. Ich habe ein bisschen die Clinches verbessert und ja auch die Ausdauer. Und deswegen gucken wir mal einfach, wie sich das jetzt hier auswirken wird in dem Kampf. Ja, starten wir einfach mal. Also hier sehen wir es, wir sind in der UFC Fight Night angekommen. Der Main Event wird sein Alvarez gegen Ferguson in Montreal, Quebec, Kanada, im Bell Center. Und ja, wir sind absolut in der Undercard, der allerletzte Fight. So. Aber ist egal, Luna gegen Punk ist up next. Here we go. Kampfoutfit wählen, okay. Ja, wir stehen als Zweiter da, nehmen wir einfach mal die Gasthose. Universal Gast. Ja, nehmen wir sie mit dem Land einfach mal erstmal. For the USA, Baby. Bin ich ja jetzt mal gespannt, ey. Alter Schwede. Wir haben uns einen Boxer als Gegner ausgesucht, der vor allem im Stand ziemlich stark sein sollte. Also wir müssen wirklich aufpassen, dass wir da nicht zu viel jetzt schlucken. Und ich muss ausprobieren, wie es sich auswirkt, jetzt in die Clinches zu gehen. Ja, Big Daddy, Alter. Welterweight. Here we go. Ah, so geil. Und da kommen wir auch schon zum Ring. CM Punk's in the house. Again. In Chicago, Illinois geboren. Oh Mann. Gucken wir mal die Stats zu ihm. Was haben wir denn hier? Also, gute Konditionen, hat vor kurzem die UFC-Bühne betreten. Die Fans fiebern dem Debüt entgegen. Aber wie sie's tun. Ja, gute Kondition, sehr geil. Ist jetzt schon zu erkennen, da wir die Ausdauer schon gesteigert haben. Offline habe ich auch noch eine Meldung bekommen, dass irgendwie der Gewichtsverlust leichter vonstatten ging als erwartet. Und deswegen wird mir das Training irgendwie noch mehr bringen oder so. Ich habe es jetzt selber nicht ganz gerafft, aber ich fand's geil. Gab sogar auch noch mal eine Trophy dafür. Überraschung hieß das Ganze. Und ja, da kommt jetzt unser Gegner. Ziemliches Biest irgendwie. Nelson Luna, geboren in Tacoma, Washington. Na, mal gucken. Also, wie gesagt, ich muss auf jeden Fall aufpassen vor seinen Schlägen, denke ich. Ein boxerischer Background, hat 6 Kämpfe in Folge gewonnen, hat in der Karriere 2 Kämpfe verloren. 6 zu 2, okay. Dann würde ich sagen, kommt heute die dritte Niederlage dazu. Tut mir leid. Aber so ist es nun mal. Okay, er streicht nochmal kurz den Octagon Boden. Und da steppt er in den Octagon, Alter. Okay, also er scheint ein bisschen überzeugt von sich zu sein. So, Tale of the Tape, gucken wir uns mal an. Ich bin größer und habe extreme Reichweitenvorteile. Also, alter Schwede, das sollte schon jetzt zu meinen Gunsten ausgehen, auch wenn es ein guter Boxer sein mag. Da geben wir uns erstmal Bruce Buffer. Oh yeah, alter Bruce Buffer, ey, wenn er einen Announcer geht, ja einfach die Butze ab. Kann man nicht anders sagen. Big Daddy Nelson Luna, alles klar. Und unter Yves Levine haben wir ja schon den letzten Fight gewonnen, also würde ich sagen, vielleicht ein gutes Omen. Los geht's, Code of Honor und ab geht's. Alter, hat der kurze Arme im Vergleich zu uns. Wir sind ja ein Riese, Alter. Komm, wir wollen gleich mal in den Clinch gehen. Gleich mal ausprobieren, ob das was gebracht hat. Wir gehen. Au, oh, er kommt schnell raus. Komm, probieren wir es gleich nochmal. Sinker. Nein, in die Taille will ich, Baby.
Und probieren wir mal aus, was wir hier Schönes machen können. Oh, so haben wir es auch im Training gemacht. Alter, wenn er sich nicht bald wehrt. Komm, okay, jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Okay, Ausdauer ein bisschen chillen. Aber das hat auf jeden Fall schon mal Schaden gemacht. Ist schon mal nicht verkehrt. Das sind schon mal Punkte für uns. Drei Runden. Wird der Kampf maximal gehen. Championship Fights später werden dann auf 5 Runden gebaut sein. Komm jetzt. Hier. Oh, okay. Er hat gute Schläge, das merkt man. Er hat mit ein paar Schlägen schon mir etwas Schaden gemacht. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh, aber meine Schläge sitzen auch. Das gefällt mir. Das gefällt mir. So, jetzt mal schön noch ein bisschen konzentrieren. Oh ja, komm, Baby. Oh ja, und runter hier, komm, das war es eventuell schon. Alter, das wäre richtig episch, komm. Aufrichten, aufrichten. Und jetzt gehen wir. Nein, oh, er hat aus den Matches gelernt, die ich in den. Oh, er. Oh, 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 oh. Full Guard, Baby, Full Guard. Und aufstehen, ja, sehr gut. Oh, da hat er sich gut rausgerettet. Gut rausgerettet. Alter, unser linker Arm ist schon ein bisschen angeschlagen durch die ganzen. Abwehrversuche hier. Komm, ja, ja, Mann, ja. Nochmal nachsetzen. Yo! Oh, wir haben ihn im Wanken, aber jetzt haben wir auch keine Ausdauer mehr. Oh, aber das sollte doch was werden für uns. Jetzt bloß nicht zu gierig werden und eventuell selber einen Lucky Punch setzen. Komm! Komm her. Oh, er will in den Clinch. Das könnte ein Fehler gewesen sein. Oh, nee. Oh, mein Gott. Er holt mich zum Takedown runter. Halfguard, Halfguard. Backside. Dann gebe ich ihm von hinten. Komm. Und in die Fresse, Baby. Ja, komm. Ja, immer weiter. Wir haben zwar keine Ausdauer, aber es ist egal. Okay, aufrichten. Oh, jetzt. Das war ein Fehler von ihm. Das war ein Fehler. Auch wenn wir keine Ausdauer mehr haben. Egal. Oh, komm. Die letzte Minute wird jetzt nochmal richtig spannend kommen. Da müssen ein paar Schläge sitzen. Dann könnte es das gewesen sein. Aber er deckt gut. Er deckt gut. Das macht er eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Komm. Oh, ich will in den 10 Sekunden noch. Er macht das echt gut. Er macht das wirklich gut. Aufrichten. Okay. Und wir werden getrennt von der Runde. Safe für ihn. Aber ich würde sagen, die Runde ging mal ganz klar an mich. Also alles andere würde mich echt schocken. Alter, und an unserem Körper klebt das Blut vom Gegner, von Luna. Und jetzt gucken wir uns nochmal das Replay an. Oh, und da war der Knockout. Alter Schwede, der hat gesessen. Schade, dass ich da nicht mehr rausholen konnte. Hätte ich schon verdient gewonnen, hier jetzt zu gewinnen. Alter, und wie das Blut spritzt, ist das geil. Alter Schwede, was ein Spiel. Ey Leute, gebt euch das wirklich. Also ich kann es euch nur empfehlen, ganz im Ernst. Ich kann es euch nur empfehlen. Zweite Runde. Britney zeigt uns an. Also in die zweite Runde geht sehr, sehr geil. Hm, hi. Okay, zweite Runde. Here we go. Oh, Ausdauer. Ah, ich muss immer wieder drauf achten. In Fight Night damals. Nicht zu viel haben wollen. Immer schön ein bisschen zurückgehen. Wir haben Zeit. Wir haben 3 Runden Zeit maximal, wenn es sein muss. Wenn man im Nachhinein betrachtet, hatten wir eigentlich in unserem ersten Ultimate Fighter Kampf, wo wir erst den Knockout in der dritten Runde machen konnten, wirklich unseren härtesten Gegner vielleicht. Was schon irgendwie lustig ist. Aber wie gesagt, auch hier will ich jetzt nicht. Oh mein Gott, okay, 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 okay. Will ich jetzt hier nicht irgendwie überheblich werden? Oh, okay, 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 jetzt zeigt er ein bisschen was. Okay, jetzt müssen wir uns kurz erholen. Komm, in den Clinch und direkt in die Taille. Ich hab hier keinen Bock mehr, ich will das Ding beenden. Komm. Oh, er kann gut kontern. Er hat es gut abgewehrt jetzt hier, den New Strike. Aber sein Face blutet schon. Busted open. Ja, komm. Nice, Baby. Komm. Schön nachgesetzt.
Alter, sein Face, gibt euch das mal vom Gegner, alter Schwede. Komm, komm, oh ja. Nein, 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 oh mein Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, er ist auf jeden Fall gut, er ist echt gut, er ist nicht mal so schlecht. Komm, probieren wir einen Takedown. Single-Leg-Takedown, ah, oh Gott. Komm, in den Clinch und direkt in die Thigh, ah. Oh. Okay, jetzt wäre ich, glaube ich, ein bisschen zu hibbelig. Komm, rennen meine Fäuste, Baby. Puh, Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, habe ich ihm die Nase schon eingedrückt, oder was ist das? Gib dir mal sein Face, wie martialisch das aussieht. Ah, scheiße, das ging... Das hat zu lange gedauert. Komm, in die Thai. Und dann war es es doch schon. Komm, einmal jetzt. Oh, Mann. Oh, in der Runde hat er sich echt gut geschlagen, muss ich sagen. Dafür, dass er eigentlich so angefickt ist schon. Komm. Oh, da muss ich ein bisschen jetzt mal die Distanz ausnutzen. Vielleicht auch mal einen schönen Kick machen. Jetzt keine Fehler machen hier in der Runde. Lieber gehe ich safe in die dritte. Anstatt jetzt eventuell noch den Knockout. Oh, aber jetzt, das waren gute Punkte, das waren gute Punkte. Und wir gehen in die dritte Runde, unglaublich. Oh, Alter. Boah, guck dir mal sein Face an, ist das verspar. Alter, und da wischt auch nochmal der Trainer das Blut ein bisschen über den Rücken. Und kapau, Alter. Auch geil, guckt mal an CM Punks Hose, wie da das Blut dran klebt vom Gegner. Das ist ja nicht unseres. Ey, das ist so geil. Da vorne auch. Ey, Alter. Sehr, sehr geil. Wir gehen in die dritte Runde. Ariane. Okay, final round. Jetzt will ich das Ding hier gerne fixieren. Ah, scheiß Ausdauer, ja. Ah, Mann, ich brauche noch mehr Ausdauer. Weiß ich auf jeden Fall, was ich im Training machen muss. Komm, jetzt gehen wir nochmal in den Clinch. Komm, in die Taille schnell. Ja, sehr gut. Und komm, beenden hier das Ding. Ja, komm. Noch einer. Noch einer. Gleich ist das Ding durch. Komm, und ja, jetzt haben wir ihn hier richtig drin. Komm. Komm, 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 Baby. Oh, nein, 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 nein. Oh, shit, 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 mein Bein. Mein Bein ist richtig gehörtet jetzt hier. Alter. Unfassbar. Ja, komm noch her, komm mal her. Komm. Leg dich hin. Leg dich hin. Alter, oh, der kann gut fressen. Ja, aber er ist auch Boxer. Alter, er macht da unser Bein hart kaputt gerade. Unser linkes Bein ist richtig angeschlagen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir nochmal in Detail. Nein. Komm. Oh, Mann. Okay, jetzt nochmal. Komm. Ja. Komm. Das muss es doch jetzt mal sein. Oh, Mann. Ja. Komm. Und ja, das ist der Fehler, den ich gebraucht habe. Oh, ja, das war's. Und jetzt noch mit der anderen Faust. Komm, da immer einen rauf. Aufrichten. Nee, nee, nee. Ah, oh, scheiße, Mann. Okay, wir probieren es gleich mal mit dem Takedown. Komm, Single-Leg-Takedown. Und runter da mit dir. Und aufrichten. Okay, das war's. Komm. Oh, er ist echt gut, Alter. Ich dachte, seine Werte sind im Boden nicht so geil. Auf dem Boden. Ja, komm, das war's jetzt. Ja, jetzt ist er. Das war's. Komm, immer wieder auf die Nase jetzt. Und das war's. Wir haben gewonnen, Mann. K.O. in der dritten Runde. Alter, CM Punk. Sehr, sehr geil. Puh. Also wenn das so in echt auch für CM Punk in der UFC laufen wird, so zum derzeitigen Zeitpunkt, hat CM Punk ja noch keinen Kampf in der UFC bestritten. Dann muss ich sagen, wäre das schon ziemlich krass. Alter, und dann nochmal aufs Auge. Alter, und der ganze Körper von Luda ist mit Blut überströmt.
Was für martialische Bilder. Oh, und da kann er sich nicht mehr wehren. Er zuckt nur noch zusammen mit jedem Schlag. Und da ist das Ding. Das hat ihn schlafen gelegt. Und hier nochmal. Go to sleep, baby. Okay, hören wir uns mal Bruce Buffer an. Alter, gibt dir sein Face. Ja, Mann. CM Punk, baby. Technical Knockout. In der dritten Runde sehr geil. Also so kann es gerne weitergehen hier mit Punk in der UFC, muss ich wirklich sagen. Habe ich gar kein Problem mit. Die MMA-Bilanz, ja, sieht immer besser aus. 2 Siege, keine Niederlagen. Nice. Nehme ich mit. Ja, gucken wir uns nochmal die Fightcard an hier. Alvarez hat im Main Event Ferguson besiegt in der 5. Runde durch Entscheidung. Der Kampf des Abends, die Kampf des Abends Performance durch Submission ging an Ronda Rousey. Submission in der 3. Runde gegen Peña. Und die Performance des Abends K.O. ging an Rawlings gegen Curran in der 1. Runde nach 1 Minute 33. Alter Schwede. Aber nice, wir haben gewonnen und das ist was zählt. Und wir haben auch gut Fans dazu bekommen. Entwicklungspunkte, sehr nice. Wir gucken uns das mal kurz alles einmal an. Also 20.000 Fans haben wir knapp. Die Langlebigkeit, wir sehen hier die Etappen. Also das Karriereende ist da hinten. Oh, jetzt ist die Frage, haben wir nach diesem ersten Fight schon eventuell zu viel Schaden genommen? Ich weiß es nicht. Es ist interessant. Ja, 774 EP, auch sehr geil. Nehmen wir alles mit. Achso, okay, dann müssen wir Animationen überspringen. Das war das. Zum Menü, Kampfstatistik, genau, zurück zum Gym, das machen wir. Ja, meine lieben Freunde, würde ich sagen, suchen wir uns noch gleich den nächsten Gegner aus. Und gucken mal, in welche Richtung dann der nächste Fight gehen wird. Ach, aber geil, das Spiel macht einfach nur Bock, ohne Scheiß. Also ich habe jetzt auch in Streams so viel bei mir und auch bei Mr. Big, der genau wie ich auch aus dem Stream for Life Netzwerk kommt. Wir haben jetzt schon so unendlich viele UFC-Kämpfe gemacht online. Wir haben sogar ein Turnier letztens bei Mr. Big gemacht und es war so geil, macht einfach nur Laune. Und wirklich, ich kann es euch allen nur empfehlen. So, hier sind unsere 3 Gegner. Wir kriegen überall nur Fans wieder dazu, das passt. Also hier haben wir einen Taekwondo-Fighter. Wieder Taekwondo, alles Taekwondo-Fighter, okay. Dann würde ich sagen, nehme ich einfach Cardis Powers, Alter. Warum nicht? Nehmen wir Cardis Powers, komm. Kampf-Gameplay, schlechtere Boosts. Die Schmerzen, die du seit deinem letzten Kampf in den Händen hast, gehen einfach nicht weg. Ein normales Standtraining ist so nicht möglich. Es wird dir schwerer fallen, von deinem Training zu profitieren. Schlechtere Boosts, Stand, au. Oh. Okay. Ja, da muss man da echt immer drauf achten. Na gut, werden wir alles irgendwie uns anschauen. Ich werde das Training offline wieder machen. Dann geht's in dem nächsten Video direkt weiter mit dem nächsten Fight. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Haut rein und ja, bis zum nächsten Mal.